Linierte und karierte Blätter in Writer, LibreOffice. Liniertes Blatt erstellen. In der Seitenleiste bei Formatvorlagen klicken Sie auf das Symbol Seitenvorlagen. Rechts klicken Sie auf die Seitenvorlage Standard und wählen im Kontextmenü Neu. Im Dialog Seitenvorlage, unbenannt 1, wählen Sie den Tab Verwalten. Geben Sie im Feld Name einen Namen für die Seitenvorlage ein, zum Beispiel Liniert 25. Im Feld Folgevorlage wählen Sie dann Liniert 25, damit alle weiteren Blätter ebenfalls diese Seitenvorlage erhalten und damit liniert sind. Klicken Sie nun auf den Tab Hintergrund und klicken Sie auf die Schaltfläche Schraffur. In der Mitte des Dialogs können Sie die gewünschten Optionen auswählen. Für den Abstand geben Sie den Wert von 1,188 cm für 25 Linien ein. Bei Linienfarbe wählen Sie zum Beispiel Hellblau 3. Klicken Sie auf OK. Linien auf dem Blatt einfügen. Doppelklicken Sie nun auf die Seitenvorlage Liniert 25, damit die Linien für die leere Seite übernommen werden. Kariertes Blatt erstellen. Als Beispiel erstellen Sie eine Seitenvorlage für das karierte Blatt mit 0,5 cm Karos. Rechts klicken Sie auf die Seitenvorlage Standard und wählen im Kontextmenü Neu. Im Dialog Seitenvorlage unbenannt 1 wählen Sie den Tab Verwalten. Geben Sie im Feld Name einen Namen für die Seitenvorlage ein, zum Beispiel kariert 0,5 cm. Im Feld Folgevorlage wählen Sie dann kariert 0,5 cm, damit alle weiteren Blätter ebenfalls diese Seitenvorlage erhalten und damit auch im gleichen Maß kariert sind. Klicken Sie nun auf den Tab Hintergrund und klicken Sie auf die Schaltfläche Schraffur. Im Bereich Schraffur wählen Sie das vierte mittlere Schraffurfeld kariert rot. In der Mitte des Dialogs können Sie die gewünschten Optionen auswählen. Für den Abstand geben Sie den Wert von 0,5 cm für 0,5 cm Karos ein. Bei Linienfarbe wählen Sie zum Beispiel Hellblau 3. Klicken Sie auf OK. Karos auf dem Blatt einfügen. Doppelklicken Sie nun auf die Seitenvorlage, kariert 0,5 cm, damit die Karos für die leere Seite übernommen werden.